Es grüßt Sie jemand hier vom Rednerpult aus, der ein Geiferer ist, der aus der Gosse entstiegen ist. Mit diesen Worten hat der Integrationsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, im Jahr 2017 die komplette AfD-Landtagsfraktion betitelt, ohne dass wir ihm Anlass dazu gegeben hätten. Das zeigt in etwa, in welcher Art und Weise der politische Gegner versucht, uns inhaltlich zu stellen. Und das klappt mit dem inhaltlich Stellen scheinbar nicht so gut. Deswegen hat ein Herr Stamp sich beispielsweise in den Worten in dieser Art und Weise vergriffen. Deswegen ist der Verfassungsschutz gegen uns instrumentalisiert worden, ganz getreu nach dem Motto von Angela Merkel: Wir schaffen das nicht. Sie schaffen es also tatsächlich nicht, uns inhaltlich wirklich zu stellen. Und dafür gibt es aus Sicht der NRW-Landtagsfraktion, für die ich ja stellvertretend hier spreche, auch einige Gründe. Der ein oder anderen von Ihnen, die vielleicht beim Neujahrsempfang waren, werden den einen oder anderen Grund schon mal gehört haben, beim Neujahrsempfang der Landtagsfraktion oder in Büren. Trotzdem möchte ich mal mit einem Zitat beginnen, für diejenigen von Ihnen, die das noch nicht kennen. Das Zitat stammt von Marc Herringer, seines Zeichens Autor beim Express vom 9.12.2018 und beschäftigt sich mit der Einführung des neuen Polizeiaufgabengesetzes. Im ersten Teil seines Kommentares lässt er also am neuen Polizeiaufgabengesetz kein gutes Wort. Es sei also quasi sehr am bayerischen Modell ausgerichtet und würde die Grundfreiheiten beschränken etc. pp. Was Herr Herringer noch nicht verstanden hat übrigens, bevor ich ihn zitiere, ist: Sozialstaat und offene Grenzen funktioniert zusammen nicht. Und was er weiterhin übersehen hat: innere Sicherheit und offene Grenzen, auch das funktioniert zusammen nicht und erfordert plötzlich ein Polizeiaufgabengesetz. Und im Rahmen der Verabschiedung dieses Gesetzes schreibt Herr Herringer: Die Sicherheitspolitiker der CDU sind mit diesem Gesetz den Rechtspopulisten, damit meint er uns, auf den Leim gegangen. Man hofft, so Stimmen zurückzuerobern, vermutlich vergebens. Stattdessen hat man eines geschafft. Die AfD hat jetzt ihr erstes Gesetz in NRW durchgesetzt und musste dafür nicht einmal in der Regierung sitzen. Ein größeres Lob von einem politischen Gegner kann es kaum geben, meine Damen und Herren. Und es ist tatsächlich so, dass wir es waren, die gleich zu Beginn der Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorgelegt haben zum Thema Gefährder in Gewahrsamnahme. Dieser Gesetzentwurf wurde überraschenderweise abgelehnt von den Vertretern der Heiligen Vierfaltigkeit aus CDU, SPD, FDP und Grünen, so wie immer eigentlich. Aber es wurde seitens der Landesregierung gesagt, man wolle das einbauen und einarbeiten in ein neues Polizeiaufgabengesetz. Nun ist das aber nicht der einzige Punkt, wo wir wirken. Mein lieber Freund und Kollege Jürgen Antoni hat mir heute eine interessante Mail geschickt. Ich habe mir gedacht, ja, die werde ich gleich mal verwenden heute, um ein weiteres Beispiel zu bringen, wie AfD wirkt. Wir haben als AfD zunächst einmal eine kleine Anfrage zu dem Thema gestellt: Gewährung von Lehrzulagen für Einsatztrainerinnen und Einsatztrainer der Polizei. Darin haben wir die aus unserer Sicht unrechtmäßige Streichung dieser Lehrzulage beklagt und eine Wiederherstellung des Status quo gefordert. Wir haben auch dazu einen Antrag gestellt. Der Antrag wurde selbstverständlich im Innenausschuss und im Landtag durch wen? Die Heilige Vierfaltigkeit, abgelehnt. Nun ist es aber so, dass es plötzlich einen neuen Erlass gibt. Dieser neue Erlass regelt die Voraussetzungen für die Gewährung einer Lehrzulage und dieser neue Erlass folgt im Wesentlichen wem? Im Wesentlichen der Argumentation, die wir in unserem Antrag und in der kleinen Anfrage vorgebracht haben, meine Damen und Herren. Also wiederum ist es uns gelungen, als Opposition die Landesregierung erneut zum Jagen zu tragen und für unsere Polizei, für unsere Einsatzkräfte, für die Lehrkräfte der Polizei bessere Bedingungen herauszuholen. Das hätte es ohne die AfD-Landtagsfraktion nicht gegeben. Da können Sie sicher sein. Meine Damen und Herren, unser Landesinnenminister hat ja im Zusammenhang mit den zahlreichen Messerattacken, die es gegeben hat und die es in Deutschland ja fast tagtäglich gibt,
und auch der Verfassungsschutz wird mich nicht davon abhalten, das immer wieder beim Namen zu nennen, gesagt auf Facebook, das hat er dann später gelöscht, als er festgestellt hat, dass es vielleicht doch nicht so gut ankommt, man solle die Menschen einfach nicht so nah an sich heranlassen. Also versuchen Sie das jetzt mal hier im Raum, Ihren Nachbarn nicht so nah an sich heranzulassen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Versuchen Sie das mal im Fußballstadion. Versuchen Sie das am Samstag zur Hocheinkaufszeit in der Fußgängerzone. Versuchen Sie mal, da jemanden nicht so nah an sich heranzulassen. Was ist das eigentlich, eine Aussage eines Sicherheitspolitikers, dessen Aufgabe es ist, unser aller Sicherheit klarzustellen in der Öffentlichkeit? Das ist die Kapitulation von Sicherheitspolitik, meine Damen und Herren. Und dieser Kapitulation sehen wir natürlich nicht tatenlos zu. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat deutlich gemacht, dass unsere Westgrenze offen ist wie ein Scheunentor. Das hat die auch geschrieben, das haben die auch offen so gesagt. Da lassen wir uns natürlich nicht zweimal bitten und haben einen Antrag in den Landtag eingebracht, in dem wir die Landesregierung aufgefordert haben, dafür zu sorgen, dass die nordrhein-westfälische Westgrenze gesichert wird. Der Antrag wurde natürlich abgelehnt, ganz klar. Armin Laschet hat deutlich zu verstehen gegeben, dass offene Grenzen für ihn ein nicht anzutastendes Heiligtum sind. Gleichzeitig werden die Sicherheitsvorkehrungen für die Staatskanzlei enorm verstärkt. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn Sie den Landtag besuchen wollen, dann stehen Sie vorne am Empfang, da geben Sie Ihren Ausweis ab, da kriegen Sie dann einen Besucherausweis, da wird auch gefragt, ob Sie angemeldet sind, bei welchem Abgeordneten. Dann kommen Sie in eine Schleuse, da legen Sie Ihr Gepäck aufs Band, da gehen Sie durch ein Röntgengerät hindurch, bis Sie dann erstmal im Landtag sind. Aber die Westgrenze, die darf nicht geschützt werden. Der einfache Bürger, der auf den Schutz dieser Grenze eigentlich angewiesen wäre, der wird einfach nicht geschützt. Wichtig scheinen nur die zu sein, die hinter den Parlamentsmauern zu schützen sind, aber nicht die, für die wir eigentlich da sein müssen, nämlich für die Bürger in unserem Land, liebe Freunde. Dadurch, dass die Grenze also nicht geschützt wird, entwickelt sich auch eine Situation, die man als Zusammenarbeit zwischen islamistischen Extremisten und der organisierten Kriminalität bezeichnen kann. Das ist eine neue Bedrohungslage, die es noch gar nicht so lange gibt und die gerade jetzt im Zusammenhang mit der Clan-Kriminalität deutlich in den Fokus gerät. Raten Sie mal, wer das in den Fokus gebracht hat, das waren natürlich wir. Und mittlerweile erkennt man das auch bei der Landesregierung, allerdings natürlich ohne die Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Konsequenz wäre natürlich zumindest, und deswegen haben wir unter anderem diesem neuen Polizeiaufgabengesetz nämlich nicht zugestimmt, wir haben uns enthalten, wäre es also, wenn man die Grenzen schon nicht sichern möchte, zumindest im grenznahen Bereich die Schleierfahndung zuzulassen, im 30-Kilometer-Bereich zumindest, die Schleierfahndung zuzulassen und nicht die wesentlich unterschwellige strategische Fahndung, so wie das im neuen Polizeiaufgabengesetz festgelegt ist. Wir werden aber den Finger weiter in die Wunde legen und wir werden darauf dringen und drängen. Und die Realität wird uns wahrscheinlich leider recht geben, dass wir die Schleierfahndung im grenznahen Bereich einsetzen werden und durchsetzen werden. Eine groß angekündigte, durch die Landesregierung groß angekündigte Aktion war, auch im Koalitionsvertrag, den Linksextremismus genauso scharf zu bekämpfen wie den Rechtsextremismus und den islamistischen Extremismus. Also wenn wir von religiösem Extremismus sprechen, ist es eigentlich nur der islamistische Extremismus. Ja, meine Damen und Herren, im Hambacher Forst, da sitzen Leute auf den Bäumen. Ja, die sitzen da. Völlig entfernt von jeglicher Zivilisation. Und ohne jedes Verständnis, was Anstand überhaupt noch bedeutet. Und von dort aus beschießen sie unsere Polizei mit Stahlkugeln und bewerfen sie mit Fäkalien. Diese Leute sind im Bündnis Ende Gelände zusammengeschlossen. Diesem Bündnis Ende Gelände gehören verschiedene Organisationen an, unter anderem, jetzt fängt es langsam an interessant zu werden, die verfassungsfeindliche interventionistische Linke, und die grüne Jugend.
Das heißt, die Grüne Jugend und die interventionistische Linke arbeiten in einem Aktionsbündnis zusammen. Die jungen Sozialisten in der SPD fordern, die verfassungsfeindliche Rote Hilfe zu unterstützen. Ganz offen, ganz offiziell. Gleichzeitig fällen die Jungsozialisten noch ihren berüchtigten Babymordbeschluss, der besagt, dass man auch ungeborene Kinder bis zum 9. Monat abtreiben können soll, straffrei. Und zwar mit einer Begründung, die einem die Haare zu Berge stehen lässt. Denn es handelt sich dabei um Babys, die bereits lebensfähig sind, aber trotzdem abgetrieben werden sollen können, nur weil sie den Mutterleib noch nicht verlassen haben. Deswegen nenne ich das Babymordbeschluss. In allen möglichen Bundesländern, im Rahmen der G20-Krawalle, des G20-Gipfels in Hamburg und so weiter, kommt es immer wieder zur Zusammenarbeit zwischen den linksradikalen Teilen der SPD, den Jungsozialisten, der Grünen Jugend, kommunistischen Organisationen und der interventionistischen Linken. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Nordrhein-Westfälischen Landtag, Monika Düker, steht bei einer Demonstration zum Thema Hambacher Forst vor dem Landtag und hält da eine Rede zu den Demonstranten. Und in dieser Demonstration wirken für jeden sichtbar aufgrund von Transparenten und Fahnen Mitglieder der DKP mit. Das wäre ungefähr so, als würde sich mein Freund Thomas Röckemann vor den Landtag stellen und bei eine Rede halten vor einer Demonstration, wo NPD-Flaggen wehen. Stellen Sie sich mal vor, was das für eine Empörung, zu Recht übrigens, auslösen würde. Frau Düker stellt sich da so hin und redet vor den Kommunisten, mit denen die Grünen eifrig zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, wenn die AfD ein Prüffall für den Verfassungsschutz sein soll und an die anderen Parteien, insbesondere an unsere geschätzten Grüninnen und die SPD, die Jusos und der Grünen Jugend, auch nur annähernd die gleichen Maßstäbe angelegt werden würden, wie sie an die AfD angelegt werden, dann wären Grüne, Grüne Jugend, Jusos und die linksradikalen Teile der SPD schon längst Verdachtsfall für den Verfassungsschutz und nicht nur Prüffall. Aber es geht ja nur um den Kampf gegen rechts. Nicht gegen rechtsextrem übrigens, also nicht, dass Sie da was verwechseln. Es geht um den Kampf gegen rechts, tatsächlich. Also gegen alles das, was aus Sicht der Grünen rechts ist. Und das ist eine ganze Menge, aus Sicht der Grünen. Und in diesem Kampf gegen rechts fließen zahlreiche Steuermittel an Organisationen, die sich diesem Kampf verschrieben haben. Unser allererster Antrag, beziehungsweise mein allererster Antrag im Landtag, war die Einführung einer Demokratieklausel. Die Demokratieklausel hat es schon mal gegeben, nämlich unter Schwarz-Gelb im Bund. Sie besagt, dass alle Organisationen, die staatliche Mittel erhalten, zur Förderung oder im Kampf gegen Extremismus ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ablegen müssen und gleichzeitig sicherstellen müssen, dass keine Mittel, die sie bekommen haben, an Organisationen weitergereicht werden, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. War mal Gesetzeslage in Deutschland unter Schwarz-Gelb. Wir haben diesen Antrag im Landtag gestellt, Schwarz-Gelb hat ihn abgelehnt. Ja, natürlich mit Rot-Grün zusammen, das ist klar, heilige Vierfaltigkeit muss ich nicht nochmal erwähnen. Hat sich übrigens einer darüber aufgeregt, erzähle ich Ihnen gleich mal. Der fühlte sich in seinen religiösen Gefühlen angegriffen, weil ich die vier heilige Vierfaltigkeit nenne. Also, aber, meine Damen und Herren, der Kampf gegen den Linksextremismus, den die nordrhein-westfälische Landesregierung so großspurig angekündigt hat, kann doch nur dann erfolgreich sein, wenn wir die finanziellen Mittel, diesen finanziellen Sumpf endlich trockenlegen und die staatlichen Fördermittel, die im angeblichen Kampf gegen rechts, linksextreme Organisationen zufließen, einfach kappen und streichen. Und solange das nicht geschieht, ist alles, was die Landesregierung zum Kampf gegen den Linksextremismus vorträgt, einfach nicht ernst zu nehmen, liebe Freunde. Ja, der Verfassungsschutz. Ich danke nochmal bei netzpolitik.org, dass die mir das Gutachten zur Verfügung gestellt haben, was der Verfassungsschutz uns nicht geben wollte. Ich habe da mal ein bisschen geblättert und habe da ein paar ganz interessante Sachen festgestellt. Zum Beispiel gibt es da ein Kapitel, also zunächst mal ist es so, dass dieses Dokument
nicht von einer Hand geschrieben worden ist. Das können Sie ganz klar erkennen. Das sind mehrere Autoren, wovon der eine nicht wusste, was der andere schreibt im Übrigen. Das kann ich Ihnen auch gleich noch erläutern. Da schreibt einer zum Beispiel von den neurechten Widerstandsbewegungen, mit denen die AfD ja verknüpft sei, und spricht dabei beispielsweise vom Institut für Staatspolitik, von der blauen Narzisse, für die man schreibt und ähnliches, und setzt das in einen Kontext mit einer verfassungsfeindlichen Grundhaltung. 150 Seiten weiter findet sich ein Textbeitrag, in dem es heißt, das Institut für Staatspolitik, die blaue Narzisse etc. pp., die sind überhaupt nicht verfassungsschutzrelevant. Ja, was denn nun? Auf der einen Seite tauchen wir da auf, in einem Gutachten, das so viele Rechtschreibfehler hat, dass ich mich gefragt habe, kann das wirklich echt sein? In einem Zusammenhang als verfassungsfeindliche Bestrebung auf, weil wir Kontakte zu Organisationen haben, die Verfassungsschutz nicht relevant sind. Das muss mir mal einer erklären. Wissen Sie, und dann gibt es eine Exegese über das Bundestagswahlprogramm unserer Partei. Und dort findet sich unter anderem ja ein Punkt, wo wir uns kritisch mit dem Zustand der parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland auseinandersetzen. Und da wird in diesem Verfassungsschutzgutachten geschrieben, ja, also so wie wir das sehen, das wäre nicht verfassungsfeindlich, selbst wenn unsere Annahmen völlig unzutreffend seien. Meine Damen und Herren, der Verfassungsschutz maßt es sich an, zu beurteilen, welche Annahmen einer Partei zutreffend sind und welche nicht. Sagen Sie, wo leben wir denn hier mittlerweile? Das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, meine Damen und Herren. Der Verfassungsschutz ist nicht die Gouvernante der Parteien. Der Verfassungsschutz hat die Aufgaben, tatsächlich verfassungsfeindlichen Bestrebungen nachzugehen, und er verschwendet an uns seine Zeit. Ich will nicht zu sehr in die Bundespolitik abschweifen, aber das, was ich jetzt da noch zu sagen habe, da spielt auch Landespolitik eine Rolle, weil der Bundesrat eine Rolle spielt. Der Bundestag hat nun vor kurzem zum wiederholten Male die Maghreb-Staaten plus Georgien zu sicheren Herkunftsländern erklärt, mit großer Mehrheit, nur gegen die Stimmen der Grünen und der Linken. Sogar die SPD hat zugestimmt. Nun muss das noch durch den Bundesrat. Und es ist anzunehmen, dass die Grünen, die an verschiedenen Landesregierungen beteiligt sind, diese Einstufung in sichere Herkunftsländer blockieren werden. Und dann sehen wir mal wieder eine CDU-geführte Regierung, die achselzuckend sagt, ja, wir wollten ja, aber die Grünen haben uns nicht gelassen. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen eins. Wenn das, was die CDU hier durch den Bundestag gebracht hat, auch übrigens mit unseren Stimmen, nämlich die Erklärung sicherer Herkunftsländer, was die Maghreb-Staaten und Georgien angeht, wenn das wirklich ernst gemeint sein sollte und die Grünen das wieder blockieren, dann bleibt der CDU, wenn sie ihr Gesicht wahren will, nur noch eines übrig, nämlich jede Landesregierung zu verlassen, in denen sie gemeinsam mit den Grünen sitzt, liebe Freunde. Das wäre konsequent. Das werden sie aber nicht tun. Und gerade weil sie das nicht tun, werden wir wieder diejenigen sein. Wir als AfD, da bin ich mir sicher, was unsere Bundestagsfraktion angeht, alle auch was die Landtagsfraktionen angeht, insbesondere mit grüner Regierungsbeteiligung, dann werden wir den Finger wieder in die Wunde legen und dann werden wir deutlich machen, dass die CDU nicht mehr glaubwürdig ist und nicht mehr in der Lage ist, Politik tatsächlich durchzusetzen und umzusetzen, liebe Freunde. Ja, warum sind wir so erfolgreich? Wir sind ja verdächtig gut. Die AfD ist verdächtig gut, da gibt es so einen schönen Hashtag, den benutzen wir auch demnächst, was unsere sozialen Medien seitens der Landtagsfraktion angeht. Warum sind wir das? Warum sind wir so erfolgreich? Warum sind wir so gut? Weil wir eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen haben, die alle anderen nun mal nicht haben. Und die haben wir nur deswegen, weil die anderen, sprich die Konservativen, die ehemals Konservativen, die CDU, ihre Positionen geräumt haben. Und ich will Ihnen mal so einige Alleinstellungsmerkmale nennen, die wir haben. Wir sind die einzige Partei, die dezidiert gegen diesen unseligen Migrationspakt aufgestanden ist. Und wir werden uns auch weiterhin dagegen wehren. Und wir werden so lange kämpfen, bis wir diesen Pakt wieder verlassen haben. Wir sind die...
Wir sind die einzige Partei, die sich von Beginn unserer Gründung an für die Abschaffung des Solidaritätszuschlages ausgesprochen hat. Wir sind die einzigen, und das ist gerade für uns in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung, die einzigen, die sich gegen die Russland-Sanktionen aussprechen. Denn diese Russland-Sanktionen treffen unsere Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen hart. Und sie ergeben keinen Sinn. Und sie bringen kein Ergebnis. Wir sprechen uns dagegen aus. Die Linke tut das übrigens auch, das will ich nicht verschweigen. Aber auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die Einzigen, die das Burka-Verbot beantragt haben. Wurde durch die Heilige Vierfaltigkeit übrigens abgelehnt im Landtag. Wir sind diejenigen, die sagen, wer Steuermittel im Kampf gegen den Extremismus erhalten will, muss die Demokratieklausel unterschreiben. Da sind wir mittlerweile auch die Einzigen, weil CDU und FDP sich von ihrer Linie völlig entfernt haben. Wir sind die einzige Partei, die dafür eintritt, die Grenzen zu schützen, damit wir unsere Bevölkerung schützen. Wir sind die Einzigen. Und da komme ich jetzt nochmal zum kleinen Thema. Die Einzigen, die von Beginn an in der Grenzwertedebatte, Feinstaub etc., Diesel-Grenzwertedebatte, eine klare Haltung hatten. Mein Kollege Christian Blex, der sitzt da hinten, der vertritt diese Haltung als fachpolitischer Sprecher bei uns im Landtag nämlich immer mit richtig Schwung, um es mal so zu sagen. Viele freuen sich schon immer, wenn er ans Rednerpult tritt. Und der Christian, der hat zu Beginn des Jahres 2018 im Landtag dazu eine Rede gehalten. In der Rede hat er darauf hingewiesen, dass die Grenzwerte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft völlig willkürlich zustande gekommen sein, dass die Messgeräte in unseren Städten falsch aufgestellt sind, anders aufgestellt werden könnten, selbst wenn man den Vorgaben aus Brüssel folgt, sodass die Grenzwerte unterschritten würden, wenn man die Sachen vielleicht nicht direkt an der Kreuzung aufstellt. Wissen Sie, ich habe mal mit Dieter Nuhr gesprochen, noch keinen Asthmatiker gesehen, der auf einer Verkehrsinsel in 4 Metern Höhe lebt. Aber so wird bei uns gemessen. Das hat Christian deutlich gemacht. Christian hat deutlich gemacht, dass die Dieseltechnologie in Deutschland eine sehr fortschrittliche Technologie ist, dass der Diesel ein sehr effizienter Motor ist, 20-mal effizienter als ein Elektromotor. Dafür wurde mein Kollege Blex und natürlich die gesamte Fraktion auf das Übelste beschimpft. Meine Damen und Herren, 4 Wochen später, bei der nächsten Plenarsitzung, hält der Fraktionsvorsitzende der CDU, Bodo Löttgen, eine Rede, die fast wortwörtlich der von Christian Blex geglichen hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also scheinbar wirkt AfD weiterhin. Nur mit dem Unterschied, wir meinen das, was wir sagen. Bei der CDU weiß ich schon lange, dass sie längst nicht mehr das meinen, was sie sagen. Und deswegen ist es wichtig, die AfD hier in den Parlamenten zu haben, liebe Freunde. Und natürlich, um eines nicht zu vergessen, wir sind die einzige Partei, die dieses erneuerbare Energiengesetz dahin zurückwünscht, wo es hingehört, nämlich in den Papierkorb. Wir brauchen nicht die höchsten Strompreise Europas und die ineffizienteste Energieerzeugung. Wir müssen wieder zurück auf den Teppich. Und mein Kollege hat es ja gerade eben gesagt, wenn eines der modernsten Braunkohlekraftwerke, vielleicht das modernste überhaupt weltweit, nicht ans Netz gehen soll und der Steuerzahler soll dafür bluten, dann stimmt etwas nicht mehr in unserem Land, mit den Gehirnwendungen einiger unserer Politiker jedenfalls. Wenn es so ist, dass wir bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen wollen, dann führt das aber auch gleichzeitig dazu, das hat der Ausstieg aus der Atomkraft deutlich gezeigt, dass wir auch die Technologie verlieren. Wir verlieren unseren Vorsprung an Technologie bei der Errichtung von sauberen Braunkohlekraftwerken, genauso wie wir unsere Spitzenstellung bei der Sicherheitstechnologie von Atomkraftwerken verloren haben, aufgrund eines politisch beschlossenen Ausstiegs. Und deswegen meine ich, es ist nicht so, dass wir sagen sollten, also so, wir machen nicht den Antigrün, diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht hergehen und sagen, weil die Grünen für Elektromotor sind, sind wir für Diesel. Wir dürfen nicht sagen, weil die Grünen für Windenergie sind, sind wir für Kohleenergie. Das ist alles Unsinn. Wofür wir sind, wofür wir sein sollten, das ist, dass die Wissenschaft ihre Arbeit tun kann und die bestmöglichen Lösungen herausfindet, ohne dass die Politik immer dazwischen quatscht. Das muss unsere Haltung sein, meine Damen und Herren.
Stattdessen sollten wir als Politik dem Wissenschaftsstandort Deutschland endlich mal wieder eine Bedeutung verleihen, wie sie ihm zusteht, und wissenschaftliche Forschung unterstützen. Und damit meine ich nicht die Genderauswirkungen des Klimawandels. Das können Sie sich vorstellen. In diesem Sinne glaube ich oder hoffe ich, dass ich Ihnen mal so einen kleinen Überblick über unsere Landtagsfraktion gegeben habe. Wir haben ein hervorragendes Orchester, in dem die Mitglieder in der Lage sind, die leisen und die lauten Töne zu spielen. Und das Orchester hat auch einen Dirigenten. Und dementsprechend glaube ich, dass wir unseren Job gut machen. Und bei allen möglichen Zwistigkeiten, die es in der Landespartei irgendwo gibt, in der Fraktion kommen die nicht an, weil wir Profis sind. Und wir sind in der Lage, als Profis in dieser Fraktion an der Sache orientiert zu arbeiten. Und wir wollen auch als Fraktion damit beispielgebend sein in unsere Partei hinein. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus